Herzlich willkommen zu unserem Panel Digitale Vermögenswerte, ein neues Paradigma für Finanzdienstleistungen und eine Chance für den Finanzplatz. Und ich freue mich, jetzt hier bei der größten Schweizer Finanzmesse zum zweiten Mal ein Krypto-Panel moderieren zu dürfen. Und es freut mich umso mehr, dass Sie den Weg hier hingefunden haben, trotz der harten Konkurrenz. Nämlich zur gleichen Zeit haben wir den Fireside-Chat mit UBS-CEO Ermotti. Und dass Sie also hier sind, Chapeau schon mal an dieser Stelle. Und ich glaube, das zeigt auch, dass das Thema Kryptowährungen, digitale Vermögenswerte, trotz des harten Jahres, trotz der Vertrauenseinbrüche im letzten Jahr, die Skandale, die wir erlebt haben, der Kursrutsch natürlich, dass das Thema trotz alledem gekommen ist, um zu bleiben, dass es nicht mehr wegzudenken ist. Und jeder, der in der Finanzbranche tätig ist, muss sich damit auseinandersetzen, ob er mag oder eben auch nicht. Und auseinandersetzen, das werden wir uns heute auch mit diesem Thema. Und da freue ich mich auf absolut hochkarätige Gäste, alle C-Level, alle mit sehr vielen Jahren Erfahrung im Bereich eben auch der Kryptowährung mit ihren spezialisierten Finanzinstituten. Und die Experten, die möchte ich Ihnen gerne einmal kurz vorstellen. Und beginnen möchte ich mit Thomas Eichenberger, Vorstandsmitglied bei der Sygnum Bank. Die Kryptobank bezeichnet sich selbst als The World's First Digital Asset Bank. Und das international ausgerichtete Finanzinstitut hat damit einen klaren Kryptofokus. Das heißt, von der Tokenisierung über die Verwahrung, über Brokerage ist alles dabei. Thomas ist nun seit 4 Jahren an Bord der Kryptobank. Und zuvor hat er bei den Unternehmensberatungen Boston Consulting Group und Roland Berger gearbeitet. Dann freue ich mich auf Dr. Dirk Klee, CEO von der Bitcoin Swiss. Und bereits 2013 gegründet, gilt die Bitcoin Swiss als das Schweizer Urgestein des Kryptosektors, kann man sagen. Groß geworden mit dem Crypto Valley Zug, damit gewachsen und bietet ein Gateway für Privat- und Geschäftskunden zu den digitalen Vermögenswerten, dass die einen Zugang dazu erhalten. Bevor Dirk im April letzten Jahres zum CEO der Bitcoin Swiss ernannt wurde, hat er wirklich viele diverse Positionen bei vielen der großen Player durchlebt, also von BlackRock über UBS, über PIMCO, Allianz und so weiter und so fort. Also ein beeindruckendes Portfolio, kann man sagen, und ich glaube auch ein sehr beeindruckendes Portfolio an Erfahrungswerten, die wir hier gut gebrauchen können. Dann freue ich mich sehr auf Marc Dambacher, CEO der Incor Bank. Als B2B-Transaktionsbank ist sie sowohl im klassischen Banking als aber auch in der Welt der digitalen Assets zu Hause. Und so hielt sie als erste B2B-Bank 2020 von der FINMA die Genehmigung, auch Bankdienstleistungen für digitale Vermögenswerte anzubieten. Seit 2007, also seit der Gründung der Incor Bank, ist Marc jetzt schon dabei im Führungsteam, hat also auch hier ganz, ganz viel Erfahrung mitzubringen. Und damit Sie, liebes Publikum, auch noch mal einen besseren Eindruck erhalten, worüber wir heute sprechen möchten, möchte ich Ihnen ganz kurz die 4 Themenblöcke skizzieren. Am Anfang werden wir über die Kryptoetablierung in der Schweiz sprechen. Der zweite Block wird sich um die Tokenisierung im Banking bzw. im Asset Management drehen, also wie die Vermögenswerte digital werden. Als dritten Block geht es um die regulatorische Situation aktuell, also global, aber natürlich auch immer mit Bezug auf die Schweiz. Und zuletzt habe ich dann noch ein paar diverse bunte Fragen für den Schluss aufgehoben. Und da möchte ich auch direkt in die Diskussion reinstarten und würde gerne wissen, wie ist das denn jetzt so in Zürich vor allem mit dem Mindset der traditionellen Bankenwelt? Ist das Thema Kryptowährungen dort angekommen oder überwiegen doch eher die Vorbehalte und die Distanz? Ich würde sagen, das Thema ist zu 100% angekommen. Ich glaube, es zeigt sich einerseits daran, dass sich verschiedene spezialisierte Finanzinstitutionen etabliert haben, wie zum Beispiel die Bitcoin Swiss, aber auch die Crypto Finance, die SEBA und wir, aber auch andere Banken, die bereits etabliertes, traditionelles Geschäft betrieben haben, sich dem Thema verschrieben haben, wie zum Beispiel die Incor oder auch die Swissquote.
Und letztendlich, glaube ich, zeigt es sich auch daran, dass auch sehr, sehr traditionelle Institute, wie zum Beispiel eine Postfinanz, durch eine Partnerschaft mit uns jetzt erkannt hat, dass sie den wachsenden Kundenbedürfnissen in diesem Bereich gerecht werden wollen und entsprechend auch einen ersten Schritt in diese neue, aufstrebende Anlageklasse, wenn wir das so nennen wollen, machen will. Und ich glaube, das zeigt doch, dass es relativ großflächig und breitflächig jetzt ein Interesse gibt und sich das auch zu etablieren beginnt und weiter voranschreitet. Das hört sich jetzt schon mal sehr progressiv an, das freut mich zu hören, aber dennoch nochmal vielleicht die Nachfrage. Gibt es nicht dennoch nach wie vor diese Vorbehalte, dass man vielleicht auch nicht ganz ernst genommen wird? Weil man ist ja derjenige, der was mit Bitcoin macht, mit diesen Kryptowährungen. Gibt es da nicht diese doch Stimmungen manchmal, diese Abschätzigkeit vielleicht doch von den traditionellen Bankern? Ja, ich glaube schon, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Und es gibt so eine zweigeteilte Welt bei den etablierten Banken oder etablierten Spielern, was das Thema Blockchain und Krypto angeht. Ich glaube, dass Tokenisierung von Vermögenswerten und Blockchain als breiteres Thema von allen gesehen wird und auch von allen mit Projekten und entsprechenden Ressourcen mittlerweile unterlegt wird. Aber wenn es dann Richtung Krypto geht, gerade als, sage ich mal, privaten Geldersatz und die Alternative zum traditionellen Finanzsystem, da glaube ich, gibt es noch viel Skepsis und da sind nicht alle da. Trotzdem ist auch das, was ich sehe, ist, dass alle daran arbeiten, in 2 Jahren aus meiner Sicht jede Bank ein Kryptoangebot haben wird. Kann auch sehr basic sein, vielleicht nur Bitcoin und Ether, aber es ist breit angekommen, wird aber doch differenziert gesehen. Das finde ich eine sehr spannende Schätzung. Also in 2 Jahren wird die Mehrheit, sagen wir mal über 50% der Schweizer Banken, ein Kryptoangebot haben. Die Einschätzung der anderen, ist das realistisch? Ich teile dieses Angebot natürlich absolut, weil wir sind natürlich prädestiniert als B2B-Bank natürlich genau die Dienstleistung anderen Banken anzubieten. Und wir bieten es auch schon verschiedensten Banken an in der Schweiz. Ich glaube, der prominenteste Partner von uns, wo jeder weiß, ist die Merki Baumann, die eigentlich das Angebot auch über die Incobank abwickelt. Und von daher, ich sehe eigentlich auch die Schweiz als einen Player, der eine führende Rolle eingenommen hat hier international. Aber ich glaube, da muss man immer wieder sagen, also ich sage, das ist glaube ich nur wegen uns, sondern es liegt natürlich auch an unseren Aufsichtsbehörden, an der Regulatorin, die wir in der Schweiz haben, die natürlich eigentlich die Basis gelegt haben, dass wir so ein Angebot machen können und sogar, ich sage mal, bis hin zukünftig Postfinanz, maybe Regionalbanken etc. eigentlich so ein Angebot machen könnten, wäre der Grundstein nicht gelegt, könnten die das gar nicht anbieten. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe auch schon mit Vertretern der Großbanken geredet, wahrscheinlich wie ihr auch, und die natürlich immer sehr skeptisch waren bezüglich Krypto, aber ich weiß, mir hat mal ein Geschäftsleitungsmitglied gesagt, wissen Sie, Herr Dambacher, ich verstehe eigentlich selber nicht, warum wir das nicht machen, weil Sie haben ja auch nur eine Bankenlizenz wie wir und die ist nicht anders. Eigentlich in der Schweiz, wir dürfen es ja. Es ist eigentlich nur ein bisschen der Mut, weil die Regulatorien, die haben eigentlich alles gegeben, dass wir das machen dürfen. Ja, ja. Als ich gestern in Zürich gelandet bin und wenn ich dann so rausgehe, dann fällt mir auch die Bitcoin Swiss auf, die neben den tollen, teuren Uhren, Privatwagen dann auch eben ihre Werbung zeigt. Oder ich kann mich erinnern, es gab auch mal eine Straßenbahn mit dem Branding der Bitcoin Swiss, die hier durchfährt. Also was mich da vielleicht interessieren würde, Dirk, ist das eher so eine Art Provokation zu sagen, ihr müsst uns annehmen sozusagen, oder ist es mehr so, wir wollen Teil von euch sein. Nehmt uns doch auch wahr in der Öffentlichkeit. In welche Richtung geht das denn? Also ich glaube, wir haben eine Evolution hinter uns. Wir sind gestartet in einer Welt, wo das Thema Krypto und Bitcoin noch gar nicht anerkannt und auch noch nicht wahrgenommen wurde. Und wir waren sicherlich damals im Crypto Valley der Eisbrecher für das Thema Krypto und Bitcoin. Und da gab es Geldautomaten, in denen man dann gegen Schweizer Franken digitales Geld bekommen konnte. Dann haben wir mal als Retail-Thema gestartet, weil es waren die Retail-Kunden, die zuerst Interesse an dem Thema Krypto hatten. Es waren eben nicht die Institutionellen, es waren nicht die Banken. Es wurde da nicht ganz verstanden. Und damit sind wir gewachsen. Aber heute, ich würde mal sagen, Stufe 2, wir haben uns weiterentwickelt. Wir fokussieren uns jetzt auf vermögende Privatkunden und Institutionen. Und wir wollen selbst auch eine FINMA-regulierte Institution werden. Also wir sind in einem Reifeprozess, aber die Wahrnehmung ist natürlich noch ein bisschen aus der Vergangenheit. Finde ich aber auch nicht schlecht. Ne? Also es muss ja auch jemanden geben, der die Lanze voranträgt, dass dann, sage ich mal, auch etabliertere Bankenspieler mitmachen. Und der Markt ist für uns alle groß genug. Wir stehen ja noch ganz am Anfang. Okay, das heißt, das Selbstverständnis ist schon da, nicht nur eine Lücke zu füllen, die aktuell nicht bedient wird von der traditionellen Welt, sondern auch zu sagen,
nee, wir wollen jetzt zu 100% im Zweifel als Universalbank-Perspektive, sage ich jetzt mal, das volle Geschäft mitspielen. Also ich will jetzt nicht das Thema, aber man muss natürlich schon sehen, bei dem Thema Blockchain und Krypto in der dezentralisierten Welt gibt es diesen permanenten, nennen wir es mal, offenen Widerspruch zwischen Zentralisierung und Dezentralisierung. Und was wir ja alle machen, als regulierter Spieler oder vielleicht mal als Broker, wie wir gestartet sind, ist den Zugang zu dieser dezentralisierten Welt zu schaffen. Aber was wir ja nicht wollen, ist, die dezentralisierte Welt wieder abzuschaffen und zu zentralisieren. Und ich glaube, mit diesem Widerspruch leben wir alle. Ne? Und also wir wollen jetzt nicht, dass Zentralbanken wieder das ganze Thema Krypto übernehmen und dann war es das. Ja? Weil es ist natürlich schon ein, nennen wir es nicht ein Gegenmodell, aber es ist eine Ergänzung zu dem heutigen Geld- und Finanzsystem. Und dafür muss es auch als Innovation einen Raum geben. Wie du sagst, es geht das eine, geht nicht ohne das andere. Also ich glaube, so die zwei Parallelwelten, das wird nicht funktionieren. Deswegen haben wir uns auch alle in die Richtung bewegt, dass wir uns selber versuchen, in einer gewissen Form zu regulieren, wo wir dabei sind, und das hilft dem Ganzen insgesamt. Und ich denke auch, ich glaube, vor allen Dingen in der Schweiz, weil die Schweiz natürlich auch klein ist, ich kann mich sehr gut erinnern an die Gespräche, die wir geführt haben mit Bern. Ich meine, auch dort ist ein Lernprozess entstanden, ein Lernprozess durch uns alle. Also weil es ist nicht so, dass die ja dort unten gerade Krypto-Native waren, sondern eigentlich in den Gesprächen mit uns wurde auch viel Wissen transferiert. Ich kann mich auch erinnern mit Versicherungen. Also wenn man eine Versicherung früher gesagt hat, eine Rückversicherung als Bank, wo jeder haben muss, ich mache Krypto, dann haben die erstmal gesagt, oh Gott, Krypto, das ist ja das Schlimmste auf der Welt. Das ist Überzeugungsarbeit, die man liefern muss und wirklich auch Wissenstransfer. Und ich glaube, da haben wir auch viel geleistet. Alle, auch die SEBA, die jetzt nicht da ist. Also wir sind da schon gute Player gewesen. Ja, absolut. Und ich glaube, momentan, wie du es richtig sagst, oder, glaube ich, sind wir alle ein zentralisierter, regulierter Zugang zu dieser dezentralisierten Welt, die noch ganz am Anfang steht. Aber gleichzeitig, insbesondere auch wir, und ich glaube auch euch, versteht euch schon auch so, dass wir auch die Art und Weise, wie Finanzdienstleistungen erbracht werden, mitgestalten und weiterentwickeln wollen. Wir nennen das bei uns Shaping Future Finance. Also wir glauben, dass eben die Blockchain das Potenzial hat, sehr transformativ auch zu sein, wie wir Finanzdienstleistungen erbringen und wie auch Finanzmarktinfrastruktur gelebt und geteilt und gemeinsam genutzt wird. Und da wollen wir auch unseren Beitrag leisten. Und dort, glaube ich, werden wir dann auch wieder mehr den Weg finden, dieses dezentrale oder dezentralisierte Element zu spielen zu können. Ja, also das Beste aus beiden Welten. Und du, Marc, du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen, das Image ist ja schon noch schwierig zum Teil, aber wie es von vielen eben bezeichnet worden ist, gerade Bitcoin ja nicht das beste Image, Terrorismusfinanzierung, klimaschädlich und so weiter und so fort. Und ein großes Thema auch hier natürlich auf der Finanz 23 ist das Thema ESG. Und meine Frage ist jetzt, kann das zusammen funktionieren? Kann Bitcoin zum Beispiel als die vielleicht besonders imagegefährdete Kryptowährung in ein ESG-Portfolio rein oder ist das undenkbar? Also ich glaube schon, dass Bitcoin da rein kann. Ich glaube, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann ist, glaube ich, bereits heute wird mehr als 50% der Bitcoins werden mit erneuerbaren Energien geschürft oder gemeint, wie man das nennt. Auch wir unterstützen quasi diesen Wandel hin zur Nutzung erneuerbarer Energien für das Bitcoin-Mining. Wir haben zum Beispiel ein Produkt, wir nennen das einen Hashrate-Backed Loan, wo wir Kredite ausgeben an Mining Companies, aber nur unter der Voraussetzung, dass sie eben erneuerbare Energien verwenden, um ihre Bitcoins zu schürfen. Und diesbezüglich versuchen wir auch dazu beizutragen, hier quasi einen Shift in der Industrie herbeizuführen. Von dem her glaube ich, auch aufgrund der Nachverfolgbarkeit der Bitcoins, wo kommen die her, wer hat die gemeint, eben was für Energiequellen wurden für das Mining benutzt, glaube ich, kann man sehr genau sagen, ob eben zum Beispiel erneuerbare Energien verwendet wurden und dementsprechend könnte auch unter diesem Aspekt ein Bitcoin in einem ESG-Portfolio durchaus eine Anwendung finden. Also die Industrie macht ja große Anstrengungen, ESG-compatible zu werden und jetzt neben Bitcoin muss man natürlich auch noch die anderen Kryptowährungen sehen, muss man Ether sehen und da ist ja gerade mit dem Wechsel von Proof of Work zu Proof of Stake ein Quantensprung hinsichtlich, sag ich mal, Green Energy gemacht worden oder Consumption. Aber natürlich muss man den Bitcoin vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Hier geht es ja primär auch um Sicherheit und es wird ja deswegen so viel Energie
sage ich mal, absorbiert, aber natürlich in Spitzen und mit grüner Energie zunehmend, weil man dieses Zahlungsmittel oder dieses Store of Wealth besonders sicher machen will. Und das ist immer ein gewisser, natürlich eine Balance, die man haben muss. Also man könnte es sicherlich sehr viel grüner machen, aber man würde die Sicherheit aufgeben. Und Bitcoin ist nie gehackt worden und das ist ein hoher Wert. Und es ist eine Alternative als Zahlungsmittel, gerade in der dritten Welt, wo wir einen großen Teil der Menschheit immer noch anbankt haben. Und ich glaube, auch jetzt gerade beweist das sich ja auch mit der Entkopplung von anderen Asset Classes als echte Alternative. Und ich sage auch zu jedem, es ist quasi sträflich, wenn man nicht Bitcoin in seinem Portfolio hat. Also es gehört in jede vernünftige Asset Allocation. Das hört man gerne. Und digitale Vermögenswerte heißt jetzt nicht nur Bitcoin und Kryptowährungen, sondern es geht ja für jede Form von Vermögenswerten eben in digitaler Form, wie vor allem natürlich auch Wertpapiere. Und ich komme jetzt aus Deutschland und da ist das auf jeden Fall ein großes Thema, kann ich sagen. Da wird viel drüber gesprochen. Es gibt sogar eigene Gesetze dafür, das elektronische Wertpapiergesetz. Und ja, viele Banken, ob es jetzt eine deutsche Bank ist, hat es auf Ethereum schon mal gemacht. Eine Siemens, der DAX-Konzern Siemens hat letztens eine Anleihe begeben auf der Polygon-Blockchain und ja die Vorgesellschaft der Sparkassen, die Deka, zwar nicht auf einer öffentlichen Blockchain, aber sie hat zumindest auch schon ein digitales Wertpapier auf ihrer eigenen privaten Infrastruktur begeben. Jetzt würde mich interessieren, wie ist das denn in der Schweiz? Spielen da tokenisierte Aktien oder Anleihen in dem Fall ja auch vor allem, spielt das hier eine Rolle oder ist das nicht der Fall? Ja, vielleicht fange ich an. Also ich bin ganz ehrlich, also wir von der IncoBank haben auch vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren unsere eigene Tokenisierungsplattform gebaut. Ich sage mal, die steht bei uns ein bisschen im Keller und ruht dort, aber die kann man wieder sehr gut auspacken. Der Grund ist, ich denke, dass die Effekten oder klassischen Wertpapiere, die haben das im Moment noch gar nicht so nötig. Die Prozesse, die sind super toll, die Abwicklung, die ist hochautomatisiert, schnellstens durchführbar. Da ist gar kein so großer Need da, Wertrechte in den Token zu bringen. Für mich war eigentlich immer das Thema, wo wir über Tokenisierung geredet haben, eigentlich eher weg von den Wertpapieren zu den Non-Bankable Assets, wo es aus meiner Sicht viel mehr macht in Real Estate und da ist ein viel größeres Potenzial da. Aber, weiß nicht, wie es euch geht, bei uns, wir sind eigentlich ein bisschen dort angekommen, dass wir eigentlich dann den Sekundärmarkt vermisst haben, wo man eigentlich die Dinge, ob sie jetzt klassische Wertpapiere sind, Tokens oder Non-Bank-Pässe, die Handelbarkeit, die ist extrem schwierig noch. Wenn da drüben haben wir jemanden sitzen oder einen Stand, wo vielleicht das mal in der Zukunft ändern wird, das Ökosystem muss erst entstehen. Ich denke, die Technologie, die ist super und die wird sich durchsetzen, aber hier, das ist nicht von heute auf morgen, das braucht seine Zeit. Finde ich spannend, also das Thema Handelbarkeit, das wird hier vorgehoben bei digitalen Wertpapieren und es gibt ja noch viele andere Argumente. Sehen das die anderen auch so, dass diese Handelbarkeit so wichtig ist oder gibt es andere Aspekte bei digitalen Wertpapieren, die das so attraktiv machen? Ich glaube, Handelbarkeit ist ein Thema oder ein Argument, das oft ins Feld geführt wird und die damit einhergehende Liquidität, die man sich erhofft, die Fraktionalisierung von Vermögenswerten oder Eigentum an Vermögenswerten, Demokratisierung des Zugangs zu eben zum Beispiel Non-Bankable Assets und dergleichen. Ich glaube, diese Argumente sind grundsätzlich alle richtig, aber letztendlich ist für mich das Thema Tokenisierung ist ein Infrastrukturthema. Es geht darum, dass wir von heute mehreren siloartigen zentralen Datenbanken und Buchhaltungssystemen, die von unterschiedlichen Finanzmarktteilnehmern geführt werden, auf eine gemeinsame, idealerweise sogar globale, dezentrale Finanzmarktinfrastruktur wechseln und erst dann werden wir wirklich die Vorteile davon auch spürbar spüren können. Und dafür braucht es noch ganz, ganz viel Arbeit, dafür braucht es ganz, ganz viel Abstimmung und Koordination, dass wir eben nicht einzelne Insellösungen bauen, die zwar auf der Blockchain basieren, aber weil sie halt Insellösungen sind, dann eben dieses dezentrale Element und diese gemeinsame Finanzmarktinfrastruktur gar nicht spielen können, sondern es braucht eine gemeinsame Infrastruktur, wo sowohl das Asset auf der Blockchain lebt oder das Eigentum am Vermögenswert, aber auch dann das Payment Lag, also das Zahlungsmittel, das als Gegenwert dann für den Handel von einem solchen tokenisierten Vermögenswert benutzt wird. Und auch da stehen wir noch ganz am Anfang. Es gibt ganz wenige CBDCs, es gibt keinen Schweizer Franken Stablecoin, der allgemein am Finanzplatz akzeptiert ist. Da gibt es Anstrengungen, auch seitens der Schweizer Bankiervereinigung. Das heißt, wir bewegen uns fort, aber ultimativ ist es ein Infrastrukturthema, das einen gemeinsamen Effort erfordert. Und wenn wir Insellösungen bauen, glaube ich, werden wir die Vorteile nicht rasch spüren werden. Jetzt interessiert mich
Entschuldigung, wolltest du noch was sagen? Ich wollte nur anfügen, also die Vorteile liegen ja auf der Hand. Also neben der Faktionalisierung, Liquiditäts-, Kosteneffizienz, Realtime, auch erhöhte Sicherheit auf der Blockchain. Also dass Tokenisierung diese Welt mal ergänzen oder auch ersetzen kann, das können wir uns alle vorstellen. Aber es ist, auch wie du sagst, die jetzige Welt ist not broken. Ja, insbesondere in der Schweiz. Und das Gleiche gilt ja auch, wir sind im Payment-Bereich mit im Payment Service. Ja, ja klar kann man Starbucks mit Bitcoin zahlen, aber ist das wirklich ein Use Case, der lebensverändert ist? Wahrscheinlich nicht. Ja. Also von daher, die Vorteile gibt es, aber wir haben noch nicht den Durchbruch gesehen, auch den kommerziellen. Und da wir ja auch profitabel arbeiten müssen, haben wir das Thema uns immer wieder angeschaut und dann in den Keller gelegt. Bis mal dieser Infrastrukturdurchbruch auch dann kommt. Ja. Thomas, du hattest gerade immer von der dezentralen Finanzinfrastruktur gesprochen. Jetzt würde mich aber interessieren, wir sehen ja beide Welten gerade bei digitalen Wertpapieren. Wir sehen die digitalen Wertpapiere auf den öffentlichen Blockchains, wo wir auch die Kryptowährungen haben, wie Ether oder Matic von Polygon und so weiter und so fort, die Kryptowelt wirklich. Wir sehen aber genauso gut die geschlossenen Systeme. Wir sehen genauso die digitalen Wertpapiere auch bei einer, ich habe es gesagt, DK in einem eigenen privaten Blockchain, in Anführungsstrichen, Lösung. Also ich frage mich da immer, ja, was wird sich denn durchsetzen? Denn wenn wir von der Programmierbarkeit sprechen, von diesem Dezentralen, dann heißt es doch eigentlich, dass es langfristig kein Weg dran herumführt, eben die Ethers und die Polygons und andere Kryptowährungs-Blockchains zu nehmen, oder? Wir glauben sehr stark an die öffentlichen Blockchains, weil dort, wir glauben, dass auch dort eine sehr hohe Anzahl Entwickler dauernd und stetig an der Weiterentwicklung dieser Blockchains arbeitet, dementsprechend die Funktionalität dieser Blockchains ständig verbessert und erhöht wird, was für Private Blockchains wahrscheinlich nicht im gleichen Umfang gilt, weil dort muss man Leute anstellen, die sich aktiv darum kümmern, diese privaten Blockchains weiterzuentwickeln, währenddessen die öffentlichen Blockchains in der Regel Open Source Software sind, wo sich jeder daran beteiligen kann, der möchte, und auch entsprechend dann in der Währung dieser Blockchain quasi entschädigt wird für seine Dienstleistungen. Von dem her, wir glauben an öffentliche Blockchains, wir glauben auch daran, dass man öffentliche Blockchains mit Regulation oder Regulierung und auch mit restriktivem Zugang dann verknüpfen kann, weil ich glaube, es ist doch wichtig zu sagen, eben das komplett unregulierte, completely decentralized Finance Modell, wo jeder quasi machen kann, anonym, was er will, das entspricht wahrscheinlich nicht unserem Verständnis. Wir glauben an Geldwäschereiprävention und dergleichen. Von dem her ist das aber aus unserer Sicht nicht im Widerspruch mit Dezentralisierung und öffentlichen Blockchains. Mhm. Eine Frage, die sich vielleicht hier manche stellen, wir wollen jetzt nicht so technisch heute werden, aber wenn ich das verwahren muss, diese Token, diese digitalen Platzhalter, wie macht man das denn sich? Also wie verwahren Sie diese Token? Denn Sie haben ja hoffentlich kein Hardware-Wallet in der Schublade mit den Private Keys im Zettel daneben stehend. Also wie können wir uns das jetzt hier vorstellen, dass da kein Unfug geschieht? Also die Verwahrung ist eigentlich wie die klassische aus dem Bitcoin, Kryptowährung ist oder ein Token. Das kommt eigentlich aufs Protokoll darunter an und ich dann entsprechend die technische Lösung in die Verwahrung bringe. Also für mich ist da gar kein großer Unterschied, ob es nachher der Token ist oder eine Kryptowährung. Die Technologie ist ja dasselbe darunter liegend, die Blockchain-Technologie. Und wenn es mal in der Verwahrung ist, ist es genauso sicher. Was doch schon mal schön mitzunehmen ist, ist dann genauso sicher, weil da sind, glaube ich, immer wieder Vorbehalte bei der Verwahrung, dass dann der Diebstahl stattfindet und so weiter, sondern wenn man es richtig macht, sind die Assets in Sicherheit. Das nehme ich gerne schon mal so mit. Und ein etwas anderes Thema, was ich da spannend finde, ist ja, wir haben es ganz kurz schon mal gehabt, gerade die Frage nach dem digitalen Fiat-Geld, also in dem Fall bei uns hier dem Schweizer Franken. Da gibt es ja verschiedene Initiativen. Es gibt ja mal staatliche Initiativen, aber es gibt ja eben auch die aus der Privatwirtschaft, wie von euch eben auch. Ich weiß, die Signum Bank und auch die Bitcoin Swiss haben da ja schon mal digitale Pendants herausgebracht vom Schweizer Franken. Meine Frage ist jetzt, warum? 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 Was soll das? Dirk, willst du zuerst? Ja, das liegt auf der Hand. Also die meisten Kunden, wenn sie mal von der Fiat-Welt in der Blockchain-Welt sind, dann wollen sie in der Blockchain-Welt bleiben. Ne? Und der Schweizer Franken-Stablecoin ist die Möglichkeit, frei zu transferieren innerhalb der Kryptowelt oder mit Blockchain-Anwendungen ohne jeweils immer die Kosten vom rein und rausgehen, Fiat und wieder zurück zur Krypto zu haben. Und
Ich denke, es ist auch eine Chance für die Schweiz. Wir sehen ja jetzt, wie der Dollar angegriffen wird oder auch die USD-Produkte. Und das ist ein Produkt, das wir noch in den Kinderschuhen haben, was noch nicht wirklich die große Verbreitung gefunden hat, noch kleine Volumina. Ich glaube, die SMB und die FINMA guckt auch noch ein bisschen kritisch drauf, wie das Ganze so dann am Ende kommen soll. Aber ich glaube, es hat ganz großes Potenzial. Schön. Das heißt, so ein bisschen auch die Zugänglichkeit zu einer Währung kann man damit erhöhen. Ich kann mich daran erinnern, ich habe noch nie eigentlich bis vor wenigen, zwei, drei Jahren US-Dollar besessen. Ja. Allerdings bin ich natürlich aktiv auch im Kryptosektor und da ist der Zugriff zu Stablecoins mit US-Dollar-Basiswert, der ist ja auf einmal gegeben. Auf einmal habe ich US-Dollar, halte ich welche. Also vielleicht auch ein spannender Use-Case, gerade der Schweizer Franken hat ja einen sehr guten Ruf in der Welt und wenn er nicht nur US-Dollar halten möchte, der geht dann vielleicht auch gerne in den Schweizer Franken rein und damit, ja, entsteht nochmal eine schöne Nachfrage vielleicht auch dann zum Schweizer Franken. Gut, da würde ich von der Programmierbarkeit des Geldes noch die Frage stellen wollen. Also mit der Schweiz, da verbinde ich ja auch Luxus und teure Uhren. Gerne auch als Investment. Ich glaube, gerade in Zeiten der Inflation, hier ist die Inflation nicht so hoch wie in Deutschland natürlich, aber auch trotzdem ein guter Wertspeicher, eben die teure Uhr. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Feld auch um digitale Vermögenswerte, NFTs in dem Fall, digitale Kunst vielleicht auch, in Zukunft ergänzt wird oder braucht es immer das physische Pendant dazu? Also ist das darstellbar in der Vermögensverwaltung? Ich glaube, das ist ein Riesenmarkt. Da geht es übrigens auch um Nachverfolgbarkeit, Sicherheit, Storage, auch Vererbbarkeit. Es gibt Banken, die sich dem Thema Tokenisierung von, sag ich mal, Uhren, teuren Uhren oder Kunstgegenständen schon angenommen haben. Das Offering gibt es schon. Da gibt es eine Bank in Liechtenstein, die ich kenne. Die macht das auch. Ganz genau. Und es gibt schon eine hohe Affinität zwischen Krypto und diesen Kunstgegenständen an sich. Und wir sehen jetzt ja auch, ich meine Art Basel, ja, das ist eigentlich jetzt ein NFT-Schauplatz geworden. Und auch bei uns, also mit unseren Payment Services, also wo wir die Verbreitung auch von Kryptowährungen sehen, also was wird da wirklich mit gekauft, dann ist genau das. Und wenn man, sage ich mal, hier zu Bucherer geht, kann man mit Bitcoin Pay bezahlen oder man geht ins Dolder oder ins Chedi, in Andermatt. Also, it's coming. Ich hatte da auch gehört, dass als die Kryptowährungen eingebrochen sind, dass dann auch etwas weniger Käufe stattgefunden haben von Rolex-Uhren dann, weil es eine gute Korrelation gibt mit der Zahlweise. Komischerweise, das sehen wir nicht. Also der Payment-Bereich, also im letzten Jahr ist ziemlich alles runtergegangen, aber der Payment-Bereich seltsamerweise ist gewachsen. Jetzt nicht explodiert, aber er ist noch gewachsen. Aber ich glaube, genau auch im Bereich Kunst und Luxusgüter gibt es wieder unterschiedliche Anwendungsbereiche für die Blockchain. Und es gibt einerseits quasi diesen digitalen Zwilling, der eher als eine Art Echtheitszertifikat für die Uhr gelten kann, oder? Dann in Form eines NFTs, oder man sagt, man nimmt ein Bild, wie wir es zum Beispiel gemacht haben, ein Picasso-Gemälde, das man, an dem man das Eigentum fraktionalisiert und in 4000 Stücke zerteilt und dann jedem quasi die Möglichkeit gibt, einen Anteil an einem Picasso-Gemälde zu erwerben. Und dementsprechend auch an der Wertsteigerung dieser Anlageklasse, die vielleicht heute für so einen Anleger nicht zugänglich war, plötzlich zugänglich zu machen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Spielarten und welche sich durchsetzen wird und welche dann wirklich auch auf eine Nachfrage stoßen wird, wird sich im Verlauf der Zeit zeigen. Es geht ein bisschen in die Richtung, wo du sagst, also wir werden auch da die Annäherung sehen von dieser alten Welt und von der neuen Welt, ich sag mal vom Strichmännchen, wo jedermann von der Kopf geschüttelt hat, hin eigentlich zur Luxus-Uhrenindustrie, wo die Zertifikate heute auf die Blockchain liegt. Das ist immer irgendwo, wird eine geistige Idee kommt, wo was draußen steht und es kommt ein Annäherungsprozess zustande. Und da werden wir wahrscheinlich einiges in der Zukunft sehen, wo wir heute noch gar nicht wissen, was da alles passieren kann. Ja. Jetzt würde ich gerne von der Tokenisierung oder der Entmaterialisierung unserer Vermögenswerte zum Thema Regulatorik kommen, denn das ist verdammt spannend gerade im Kryptobereich. Da passiert sehr viel und zuerst würde ich ganz gerne einen Blick über den Atlantik werfen in die USA. Da wird gerade ordentlich drauf eingedroschen, kann man sagen, von der US-Wertpapieraufsicht. Also da werden Lizenzen erzogen, da werden Verbote erteilt. Da wird gesagt, dass außer Bitcoin so ziemlich jede Kryptowährung ein Wertpapier ist und so weiter und so fort. USA ist ja durchaus schon auch noch wirkungsmächtig, kann man sagen. Macht das nicht Angst, wenn man in der Kryptobranche arbeitet, dass da etwas Restriktion rüberschwappt? Also ganz klar. Nein.
Ich meine, man muss diese Situation verstehen. Wir haben in Amerika erstmal zwei konkurrierende Aufsichtsbehörden, die sich streiten, ob das jetzt ein Commodity oder ein Wertpapier ist. Wir haben wenig Regulierung und in der Abwesenheit von Regulierung haben wir Regulierung durch Enforcement. Also es wird dann einfach geschaut, könnte das vielleicht ein Wertpapier sein? Wenn es ein Wertpapier ist, dann brauchst du eine Wertpapierlizenz. Wenn du keine hast, kommst du ins Gefängnis. Also das ist so ein bisschen die Kette dort. Und jetzt muss man auch wissen, dass Amerika ja eine sehr ausufernde Gesetzgebung haben. Das haben wir ja mit FATCA erlebt. Also man kann jetzt sich nicht entspannt zurücklehnen und sagen, das ist nur ein Problem in Amerika, sondern das wird dann leider oftmals auch die Realität für uns. Und wir versuchen ja, ich sage jetzt mal, denke ich mal, spreche für uns alle, auch Nicht-US-Persons zu haben, uns von Amerika fernzuhalten, weil wir nicht in diesen Strudel gerissen werden wollen. Und wir haben das Glück, in der Schweiz zu sein mit einer relativ klaren Gesetzgebung und Regulierung, was das Thema Blockchain und Krypto angeht. Aber, das wissen wir auch, die Schweiz ist klein und das hilft uns nur bedingt. Da gebe ich dir vollkommen recht, dass man in Amerika, da ist ein bisschen Wild Wild West, keiner weiß, wer wohin schießt, außer dass der andere weiß, dass der andere auch eine Waffe hat, das sind die Regeln in Amerika, wie man dort lebt. Aber das ist ein Riesenproblem, auch immer noch für mich in der ganzen Kryptowelt, dass immer noch sehr viel im Dollarbereich läuft. Und das ist eigentlich das Crazy, dass eigentlich alle schreien über die Amerikaner, aber irgendwo funktioniert alles nur mit Dollar. Und wenn ihr da gesehen mit Silvergate und Signature Bank, was uns eingebrockt wurde, ich glaube, da leiden alle, die hier auch auf dem Podium sitzen, das ist ein Riesenproblem eigentlich für die Branche gewesen. Und jetzt sucht man wieder nach Alternativen und es tun sich Alternativen auf. Da muss man Angst haben, da kommt wieder der Amerikaner mit dem Force, mit macht dann der nächste Laden zu. Das ist nicht gut, weil das ist auch für unsere Branche nicht gut und das hilft uns definitiv überhaupt nicht. Ich würde vielleicht aus unserer Sicht relativieren, ich glaube nicht, dass wir Angst haben. Wir sind in der Schweiz reguliert, wir haben eine sehr klare regulatorische Rahmenbedingung, die geschaffen wurden, wir haben eine sehr klare Gesetzgebung, von dem her, wir wissen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, aber wir verfolgen es natürlich sehr genau, weil, wie ihr beide gesagt habt, wissen wir natürlich schon und merken auch, dass die USA natürlich wieder mal versuchen, auch ein bisschen Weltpolizei zu spielen und eben auch außerhalb eigentlich ihrer eigenen Landesgrenzen gewisse Dinge durchsetzen zu wollen und auch gegebenenfalls andere Aufsichtsbehörden dann unter Druck zu setzen. Von dem her müssen wir sicher ein sehr, sehr starkes und genaues Auge darauf werfen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir in einem Zustand der Angst sind. Ja, aber ich sage jetzt mal generell, wir alle wollen ja Regulierung. Also diejenigen, die am meisten von der Regulierung profitieren werden, ist die Kryptoindustrie selbst, weil es gibt uns natürlich einen institutionellen Standard und ein Qualitätsmerkmal und das wollen wir natürlich alle erreichen. Aber es muss auch passen und das Besondere bei der Blockchain und Kryptosituation ist, man kann einzelne Spieler national sicherlich irgendwie regeln, aber das ist ein globales Thema. Also man kann Blockchain und Krypto nicht in einen nationalen Topf bringen. Das ist der Widerspruch. Also es ist ein Zugang zu einem globalen, dezentralisierten System und deswegen ist auch diese Regulierung, auch teilweise die Diskussionen, wie in der Schweiz haben, nicht immer richtig. Ja, weil es gibt nicht die Schweizer Blockchain und den Schweizer Krypto und so weiter, sondern es gibt Zugang zu einem weltoffenen System. Und da hilft dann der Schweizer Standard auf der Produktebene auch nicht. Sicherlich eine große Hoffnung, dass es nicht zu einer Überregulierung kommt, dass dadurch immer ein natürlicher Wettbewerb vorhanden ist durch die öffentliche Zugänglichkeit der Blockchains. Aber jetzt würde ich gern zu unserem Kontinent wieder zurückkommen, zu Europa. Und da gibt es ja die EU, die ja jetzt auch mit der Markets in Crypto Asset Regulation einheitlichen Rahmenwerk geschaffen hat, eben die nächstes Jahr in Kraft tritt. Ist das eine Konkurrenz vielleicht auch für die Schweiz so ein bisschen, dass jetzt die EU sozusagen gemeinsame Standards hat, eben nicht mehr diesen Fleckenteppich da hat? Also es ist ein Riesenfortschritt, ganz kurz, sorry, wenn man schaut, es gab auch in der EU schon Kryptoregulierung. Also wenn man mal in Deutschland nimmt, es gibt eine Kryptobankenlizenz und so weiter. Also MiCA schafft nicht eine Regulierung, aber was sie schafft, und das ist brillant, ist eine europäische Standardisierung. Und Passporting innerhalb der EU. Und das begrüßen wir jetzt mal inhaltsfrei gewertet. Und nochmal, unser Problem in der Schweiz ist immer, dass wir ein kleines Land sind. Wir müssten uns da irgendwie dranhängen, meine ich, um auch diesen Zugang zu haben.
Ja, ich würde mich direkt zu 100% anschließen. Wie du es gesagt hast, wir sind Institute, die grundsätzlich Regulation begrüßen, weil Regulation schafft Klarheit und Klarheit schafft Sicherheit. Und ich glaube, Sicherheit ist auch ein wertvolles Gut, das wir als regulierte Institute auch transportieren wollen gegenüber unseren Kunden. Und dementsprechend, wie du es vorhin auch gesagt hast, Krypto und digitale Vermögenswerte sind grenzüberschreitend. Und MiCA ist eine grenzüberschreitende Regulierung, die Harmonisierung schafft und dementsprechend auch für uns, die Institute wie uns, Möglichkeiten schafft, auch in dem Markt uns großflächig auszudehnen und dort auch aktiv Geschäft zu betreiben. Jetzt würde ich sagen, konzentrieren wir uns mal nur auf uns, auf die Schweiz jetzt. Warum ist die Schweiz so attraktiv für Krypto? Ich glaube, die Schweiz ist sehr attraktiv aus regulatorischer Perspektive, weil die Schweiz sehr früh den Schritt gemacht hat, um Klarheit zu schaffen. Man hat das verankert, über den DLT Act hat man Anpassungen vorgenommen an bis zu 10 Bundesgesetzen und eben auch wie zum Beispiel, ähnlich wie in Deutschland, dieses elektronische Wertpapiergesetz, hat man in der Schweiz das Registerwertrecht im Obligationenrecht verankert, um auch dort rechtliche Sicherheit zu schaffen, was es bedeutet, Eigentum an einem Token zu haben in Bezug auf das Eigentum an dem zugrunde liegenden Vermögenswert. Von dem her, ich glaube, die Schweiz hat sehr früh Klarheit geschaffen, hat rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen, von denen wir heute profitieren. Wie gesagt, andere ziehen jetzt nach, die EU zieht nach, die USA, da weiß man noch nicht so genau, ob sie nachziehen oder ob sie einfach momentan eher zerstören wollen. Aber ich glaube, wir haben sehr früh eine Ausgangslage geschaffen, von denen wir heute profitieren. Und es ist aus meiner Sicht eine Kombination, die wir hier in der Schweiz haben. Wir haben die frühe Regulierung gehabt und wir haben auch den Finanzplatz Schweiz mit dem Ruf der Schweiz. Und für mich ist, es kommt immer drauf, was mache ich mit Krypto? Bin ich an einer Kryptobörse, wo ich einfach ein bisschen game, ein bisschen rumzocke, oder habe ich wirklich eine Anlageklasse, die ich eigentlich sicher wahren möchte? Und deswegen die Kombination Schweiz mit Banking, Private Banking, inklusive jetzt auch mit der Kryptoregulierung, das macht halt das Besondere für mich. Jetzt würde ich gerne von dem Regulatorischen noch ein bisschen Richtung Ausblick kommen, allgemein Kryptomarkt. Und da würde mich interessieren, das Narrativ gibt es schon sehr lange, das heißt, jetzt kommen die institutionellen Investoren, das große Geld kommt jetzt, weil bislang war es doch sehr stark von den Kleinanlegern geprägt, der Kryptosektor, und da würde ich gerne die Einschätzung haben, wie schaut das denn aus? Ist dieses Verhältnis jetzt zwischen Kleinanlegern und institutionellen Investoren, dreht sich das langsam, kommen die wirklich, die Institutionellen, oder sagen das immer nur alle? Also ich glaube, man muss zwei Dinge sehen. Die Institutionen bauen alle an Infrastruktur. Das ist das, was wir sehen. Aber sehen wir die großen Flows der, sage ich mal, ganz großen Kapitalsammelstellen, das sind ja Versicherungen, das sind Pensionskassen, in den Kryptobereich, sehen wir das schon? Und die Antwort ist nein. Also ich würde mal sagen, es gibt viel Talk, aber es kommt noch nicht. Es gibt aber auch eine andere, sage ich mal, nennen wir es mal semi-institutionelle Welt, die sehr engagiert ist. Also es fing mit den Privatkunden an, richtig, aber dann gab es Family Offices, Vermögensverwalter, und die sind sehr aktiv und mittlerweile auch gibt es eine eigene, nennen wir es mal, institutionelle Kryptoindustrie. Und das sind ja auch Institutionen, die mit uns arbeiten. Also die Stiftungen, die Kryptowährungen gründen, führen, weiterentwickeln, Blockchain-Projekte machen. Und die sind sehr wohl für uns alle ganz, ganz wichtige Kunden. Und die wollen natürlich wieder ein bisschen Zugang haben zum Fiat-System. Also da kommen sie von der anderen Seite. Aber das geht weiter. Aber die, nochmal, ganz traditionellen großen Institutionen, also vielleicht seht ihr die mehr bei euch, aber ich sehe mehr Talk als Action. Ja, das ist wahrscheinlich, die Revolution beginnt immer von unten, die hat noch nie von oben begonnen. Ja. Und da ist ja jetzt schon viel passiert, was gerade auch Vertrauen angeht in letzter Zeit, in den letzten Wochen, das zerstört worden ist im Bankenbereich. Da würde mich interessieren, im Zuge dieser Bankenkrise, konnte Bitcoin davon profitieren? Ist das wirklich ein fundamentaler Effekt, dass Menschen sagen, okay, Bitcoin ist vielleicht dann doch nicht so unattraktiv, wenn wir Schwächen im traditionellen Bankenwelt identifizieren? Es kommt natürlich jetzt mal ein bisschen darauf an, was du genau ansprichst. Also ich sage mal, uns Banken, vor allem die regulierten Einheiten, hat es eigentlich teilweise auch sehr, sehr geholfen. Die ganzen Probleme auch mit FTX etc. und was alles passiert ist, weil man jetzt versteht, was früher die Menschen nicht verstanden haben, ob ich etwas außerhalb der Bilanz habe oder ob ich es in der Bilanz drin habe und wenn jemand Konkurs geht, dass einfach mein Vermögen weg ist. Ich glaube, das hat
den Weitblick auch bei den Menschen vorangebracht, dass ich vielleicht auch ein bisschen mehr zahle, aber dafür auch meine Vermögen sicher angelegt sind. Also das ist für mich der positive Teil aus der ganzen Geschichte heraus. Der andere Teil, wo du ansprichst, ist natürlich nicht das, was wir sehen wollten. Also bei Bitcoin finde ich interessant, dass wir haben ja sehr lange diskutiert, ob das ein Store of Wealth und ob das ein Inflationshedge ist. Und wenn man sich jetzt mal insbesondere das letzte Jahr anschaut, dann muss man sagen, das stimmt nicht so ganz. Also das ist vielleicht teilweise so, aber das hat sich nicht ganz bewahrheitet. Aber was wir schon jetzt sehen, also wir haben ja jetzt eine Phase, in der wir wahrscheinlich Rezession bekommen und hoffentlich nicht, aber möglicherweise eine neue Finanzkrise. Und da ist schon interessant, dass wir beim Thema Bitcoin seit circa 6 Monaten eine Entkopplung sehen, dass viele Leute in Bitcoin investieren als Hedge oder als Diversifizierung zum klassischen Finanzmarktsystem. Also das ist neu und jetzt müssen wir mal schauen, ob das dreht. Ja. Also das Narrativ des digitalen Goldes ist gar nicht so falsch. Das ist nicht falsch. Das ist nicht falsch, ja. Sehr schön. Gut, und jetzt würde mich interessieren, wie ist das eigentlich? Das eine ist ja die Kursentwicklung bei Kryptowährungen, sehr spannend, aber interessant ist für viele Anleger ja auch, sind die regelmäßigen Erträge, die ich bekomme. Und da gibt es ja auch Möglichkeiten, indem ich zum Beispiel Konsensmechanismen habe, wie Staking, wo dann regelmäßig eben Kryptowährungen ausgeschüttet werden oder ich verleihe meine Kryptowährung, sogenanntes Lending. Seht ihr da auch eine Nachfrage nach diesen regelmäßigen Erträgen im Kryptobereich? Ist das ein Thema, das zunimmt? Ich denke schon, auch mit dem letzten Upgrade jetzt auf der Ethereum-Blockchain oder beziehungsweise der Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake und jetzt auch dem letzten Upgrade, dass jetzt auch das Unstaking ermöglicht. Also vorher waren ja, wenn man Ether gestaked hat, waren die ja quasi gelockt. Man konnte die nicht mehr unstaken und nicht mehr über die Vermögenswerte verfügen. Jetzt, kürzlich, ist es jetzt auch wieder möglich, das Unstaking voranzutreiben. Und dort sehen wir schon, ich glaube, da kann man auch die öffentlich verfügbaren Zahlen auf der Blockchain anschauen, dass doch das dem ganzen Thema Ethereum doch nochmal Aufschwung verliehen hat und dass mehr Kunden auch diese Staking-Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, weil es halt doch spannend ist, oder? Und man kann auch Analogien dann ziehen zur traditionellen Finanzwelt, Dividendenerträge oder Zinserträge dem quasi als Analogie gegenüberstellen. Und ich glaube, ein Cashflow, eine Rendite aus dem Halten eines Assets generieren zu können, ist sicherlich eine spannende Investmentthese auch in diesem Kontext. Ist ein Megathema, also Staking ist bei uns die am stärksten wachsende Businessline, weil viele Kunden sich strategische Kryptoportfolios aufbauen und dann traditionell eigentlich wie bei den Wertpapieren auch sagen, also ich hätte gerne noch zusätzliche Leiheerträge, also Wertpapier-Leihe übersetzt, ja, oder was ähnliches, und das ist natürlich Staking und, oder auch Lending. Und das Prinzip, ohne dass man die strategische Struktur des Portfolios angreifen muss, trotzdem Zusatzerträge generiert, und das kommt dann zunehmend, sage ich mal, Spekulationserfolg des Wertzuwachses hinzu. Und das ist sehr spannend und wird sehr gesucht. Schön, also ein bisschen Anleihen- oder Dividendencharakter so ein bisschen, dass man da vielleicht eine Substitution auch über Kryptowährungen dann schaffen kann. Das wäre sehr schön zu sehen. Langsam nähern wir uns dem Ende. Ich würde aber dennoch sehr gerne eine kurze Abschlussrunde machen. Und zwar möchte ich dazu in die Zukunft blicken, weit in die Zukunft. Und zwar in das Jahr 2030. Angenommen, wir treffen uns wieder hier auf der Finanz 30 dran. Und Sie möchten sich in der ihr möchtet euch in der Cafeteria dort vorne einen Kaffee kaufen oder ein Stück Kuchen oder sonst einen Snack. Und meine Frage ist jetzt, wie werdet ihr bezahlen? Wird es der digitale Schweizer Franken von der Notenbank sein? Wird es Bitcoin sein? Wird es Bargeld sein? Wird es klassisch die Kredit- oder EC-Karte sein mit dem Giralgeld-Konto? Wird es vielleicht aber auch die Art und Weise, wird es so eine super Bezahl-App geben, vielleicht von Elon Musk oder PayPal oder was auch immer? Also es gibt viele Variationen, wie wir in Zukunft zahlen werden. Und da würde mich interessieren, im Jahr 2030, fangen wir bei dir an, Marc, wie kaufst du dir den Snack, den Kaffee oder was auch immer? Wie wird es passieren? Ich glaube, eins bleibt gleich, es wird immer ein Tauschgeschäft bleiben. Aber in welcher Form das Tauschgeschäft und wie es ausgestaltet ist, ist schwierig zu sagen. Ob ich dann immer noch Twint benutze, das ist auch ein großes Thema in der Schweiz, Erfolgsstory, dank eigentlich Corona ist das Ganze groß geworden, aber ob das die Zukunft ist in 2030 oder Coins oder ob man wieder Münzen aus dem Säckchen holt, weil alles andere zusammengebrochen ist, ist schwierig zu sagen, was die Zukunft bringt. Und du hast ja auch schon gesagt, ist die Idee von Bitcoin, dass ich es als Zahlungsmittel habe, oder ist es immer noch mein früher die Kreditkarte, gestern war, ich habe meinen Geldbeutel vergessen, dann habe ich gedacht, oh Gott, ich gehe abends essen, dann habe ich gemerkt, ich habe meine Kreditkarte auf dem Handy drauf. Also es vermischt sich alles, das Ganze, von daher schwierig.
Wie sagst du, Dirk? Also es wird auf jeden Fall ein Blockchain-Produkt sein. Es wird nicht Cash sein. Aber was ich mir wünsche für 2030 ist, dass der Wettbewerb erhalten bleibt. Weil was natürlich wir hier anstoßen mit diesem Zugang zur dezentralisierten Welt ist, dass wir hoffentlich nicht wieder in einer zentralisierten Welt landen, wo Zentralbanken das Thema, sage ich jetzt mal, hijacken und alles andere verdrängt wird. Also der Wettbewerb ist gesund, die Alternative muss her und hoffentlich haben wir so eine offene Welt auch noch in ein paar Jahren. Thomas? Ich würde mich direkt anschließen, ich würde es begrüßen, wenn es ein Blockchain-basiertes Zahlungsmittel wäre, wenn das die Effizienz und den Kundennutzen steigert. Wobei ich glaube nicht, dass die Blockchain unmittelbar den größten Nutzen auf der Bezahlsystemseite am Point of Sale herbeiführen kann. Von dem her, ich würde es begrüßen, wenn es Effizienzsteigerung und Kundennutzen bringt. Wenn nicht, dann bin ich auch absolut fein, weiterhin die gängigen Zahlungsmittel von heute zu verwenden. Damit sind wir zeitlich am Ende und vielen, vielen lieben Dank für die tollen Insights. Das war wirklich eine große Bereicherung, glaube ich, eine gute Einordnung, auch was gerade so passiert. Und wenn Sie, liebes Publikum, noch Fragen haben, ich weiß es jetzt nicht, aber wir sind bestimmt noch hier in der Nähe, halten wir uns auf. Das heißt, kommen Sie gerne zu uns, stellen Sie uns Ihre Fragen und damit, ja, vielen Dank.